Die Kinder haben so viel Spaß damit. Ja, die waren happy, die waren glücklich, sind direkt draufgerannt, haben geklettert, geschaukelt, gespielt. Ja, hauptsächlich jetzt fast nur noch im Garten spielen. Bei Wind und Wetter wollen die das natürlich irgendwie nutzen. Wir leben hier in 95 Quadratmeter großen Eigentumswohnungen. Aber dass wir einen Garten dabei haben, das ist das schöne große Extra bei der Wohnung. Ja, und weil wir sehr aktive Kinder haben, die spielen gern Fußball, tanzen gern, haben wir gesagt, wir möchten den großen Garten nutzen und haben denen da einen Spielturm hingebaut. Die haben eine Rutsche, die schaukeln sehr gern. Da haben wir dann noch mal eine Klettermöglichkeit. Beide sind total kletterbegeistert. Sind halt so die typischen Kinder, die auch ein bisschen Power im Po haben. Und dementsprechend soll das auch sehr stabil sein, das Gerüst. Das ist dann halt für uns alle viel, viel entspannter, wenn ich weiß, die sind gut beschäftigt, versorgt. Man braucht sich keine Sorgen machen, keine Gedanken machen. Und man kann dann auch als Eltern so ein bisschen relaxen. Wir haben was qualitativ Hochwertiges gewählt, dass die Kinder halt auch noch lange Zeit davon Spaß haben und viel, viel Freude daran haben werden. Es ist natürlich auch gut für die Entwicklung, die lernen dadurch viel. Motorisch ist es natürlich auch super, wenn die sich überall mit einbringen können. Und wenn die, wie gesagt, noch mal dabei Spaß haben, ist es das Schönste. Uns ist natürlich auch wichtig, dass sie die nächsten Jahre davon auch was haben. Ja, sehr gut, Yoshi. Sehr gut. Der Garten bedeutet für uns ein bisschen Ruhe, ein bisschen Freiheit, wo wir alles für die Kinder und für uns da haben, wo wir uns wohlfühlen. Das macht uns glücklich, dass es die Kinder glücklich macht und ja auch stolz, dass wir für die Kinder so ein kleines Spielparadies ja erschaffen haben.